Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung in Navorion. Ich bin der mächtige Brancor und heute zeige ich euch die Kriegsgöttin Bellona. Bleibt also dran, es wird nämlich spannend. Endlich setze ich den Flottenbau fort. Nachdem ihr ein 8-Slot Handelsschiff bekommen habt, ein 8-Slot Bergbauschiff und jetzt bekommt ihr endlich euer erstes 8-Slot Kampfschiff, mit dem ihr sogar im Zahlensektor ordentlich mithalten könnt. Und das ist die Bellona. Im Römischen ist Bellona, die Kriegsgöttin, auch bekannt als Ehegattin oder Schwester des Kriegsgottes Mars. Soviel zum unnützen Wissen aus Wikipedia und die Wahl, warum ich das Schiff so benannt habe. Aber ich denke, es ist genau der Name, den ein Schiff dieser Klasse verdient. Und auch passend. Denn es ist ein Trinium-Kampfschiff, das auf drei Arten genutzt werden kann. Die erste als Waffenplattform mit vielen Kanonen, wie ihr findet. Die zweite mit einem Torpedowerfer, den ihr hier sehr schön im Bild sehen könnt. Was natürlich auch sehr stark ist, aber auch gleichzeitig sehr teuer. Und natürlich der Hangarblock, den ihr mit Trinium-Bauwissen bekommt. Er erlaubt es euch nämlich, Jägerstaffeln zu starten, die ich hier vorne im Schlund des Bugs verbaut habe. Machen wir mit den technischen Details weiter. Dieses Schiff ist 875 Meter lang, 300 Meter breit und 205 Meter hoch. Im optischen Vergleich sind sie mit ihren Vorgängern der Picus oder auch der Velduvius, schwieriger Name, ich weiß, nur minimal größer. Aber die kompakte Bauweise erlaubt es ihr, dass sie viele Funktionsblöcke kompakt im Kern beibehält. Die Besonderheit des Triniums ist natürlich in seiner Leichtigkeit. Dadurch habe ich nicht nur einen hohen Panzer von 393.000 Höhenpunkten und fast 200.000 Schildpunkten, sondern auch eine Wendigkeit von 0,3 Rotationen in der Sekunde, was also eigentlich auch ziemlich beeindruckend ist für ein Schlachtschiff seiner Größe. Gut zusammengefasst, es ist schnell, wendig, hält viel aus und dazu noch in allen Werten ziemlich gut auf maximal ausgeweitet. Sollte ich für dieses Schiff einen Nachteil nennen müssen, dann wäre es höchstens der Energievorrat. Er produziert gerade so viel, dass man die Subsysteme aufladen kann. Man hat einen ordentlichen Energiespeicher von 1 Terajoule, dass man auch gemütlich in den Warp springen kann. Aber bei längeren Gefechten, wenn ihr gerne viel boostet, werdet ihr sehr schnell die Boost verlieren. Aber auch dieses Problem mit einem Subsystem von einem Energiegenerator ist auch dieses Problem schnell gelöst. Und zu guter Letzt, auf der Unterseite findet ihr den Docking-Block. Dadurch ermöglicht ein Schiff oder eine Station anzudocken, wenn ihr sie in einen anderen Sektor mitnehmen möchtet. Ich habe mich entschlossen, nicht mal nur einen drin zu lassen, weil ich wollte bei dem Schiff mehr das Design mit der Asymmetrie hervorheben. Aber gut, kommen wir mal zu etwas anderem, und zwar dem praktischen Test. Ich habe jetzt hier drin nur zwei Subsysteme, die mir ermöglichen, dass ich jetzt genug Waffenplattformen draufsetzen kann. Seht ihr es hier, einmal das Geschützkontrollsystem mit 1 Gigawatt, sowie noch halt von Boss Vogue, dass ich jetzt insgesamt 17 Geschütze drauf habe. Geplant war halt, dass man oben 11 Geschütze draufpackt mit Kanonen, Boltern und was auch wehtut und 6 Geschütze für die Point Defense. Hier könnt ihr auch mal schön den großen Hangar sehen. Ihr könnt insgesamt 210 Einheiten reinsetzen. Das heißt also zwei Staffeln aus Größe 8 Jägern oder 10 Staffeln von Größe 1 und 2 Jägern. Auf der linken Seite bzw. Backboard die Torpedobatterie, hier sehr schön zu sehen. Ich zeige euch mal später im Einsatz, wie das Ganze aussieht. Und hier, wenn man mal ordentlich boostet, kann man auch locker Geschwindigkeit von 1500 bis 1900 Meter pro Sekunde erreichen. Allerdings auch, wenn ich einen großzügigen Energiespeicher von fast 1 Terajoule drin habe, er braucht sie schnell auf. Also wenn ihr viel boosten möchtet, empfehle ich euch noch einen Energiegenerator einzusetzen. Aber ansonsten empfehle ich euch einfach nur, fliegt langsam. Dann könnt ihr auch alles, was da ist, zerstören und eure ganzen Systeme versorgen. Und hier die Bewegung. 0,3 Sekunden für eine Umdrehung. Das ist ziemlich gut. Kurz gesagt, in einer Sekunde kann ich mich dreimal um die eigene Achse drehen. Ja, und hier sehen wir dann die Veduzius, was für ein schwerer Name, und die Picus. Hier seht ihr mal alle drei Schiffe nebeneinander. Titan, Naonit und jetzt das neueste Trinium.
Überraschenderweise ist das Titanschiff ein bisschen länger von der Optik, aber es ist dafür auch leichter. Wechseln wir mal ein Kampfsystem rein. Das ist natürlich das, worauf ihr euch am meisten freut. Und hier sind wir. Das ist ein Titanium-Naonit-Sektor, wo die Fraktion meine Schiffe und Stationen benutzt. Und wie man hier sehen kann, mit 5700 Omikron sind das auch keine Leichtgewichte. Und ich habe jetzt hier eine komplette Ausbau aus 3 Kanonen, 8 Boltern und 6 Flakkanonen. Au, die Feuerkraft tut mir echt weh hier. Das ist super. Ich habe das Schiff natürlich vollständig komplett ausgerüstet. Ich habe auch hier meine Jäger, Bomber drin und Torpedos. Alles schön zeigen. Hier starte ich gerade meine Jäger. Oh, sieht super aus. Happy auf eine Simpsons-Folge, eine schöne Zitat. Ihre Wachhunde, die Bienen aus dem Mund bellen. Und jetzt zeige ich euch mal die Torpedos. Und Feuer! Oh, das bisschen Overacting. Hag ich daneben. Das ist normal. Zieht halt. Aber noch eine Ladung. So. Und nochmal eine Ladung Torpedos. Juhu. So sieht Torpedowerfer mal richtig beeindruckend aus. Tut auch ordentlich weh. Oh, schon kaputt. Hier noch einmal die Torpedos. Ganz ohne User Interface. Noch eine Ladung. Raus. Oh, da hat mir einer einen Torpedo abgeschossen. Egal, der Riss ist eingeschlagen. Ich weiß gerade nicht, wie viel Geld ich für die ganzen Torpedos ausgegeben habe, aber wahrscheinlich genug, damit ich wieder meine Unkosten drin habe. Aber das ist gerade ein bisschen Overacting, dass ich jetzt hier so viele Torpedos auf die Gegner raufjage. Aber es macht trotzdem Aua. Jetzt schießt nochmal der Jäger noch drauf. Weg ist die Station. Auf zur nächsten. Die Fraktion, die ich jetzt hier noch bekämpfe, das ist eine Piratenfraktion, die mir schon früher auf die Käse gegangen ist und die ich regelmäßig besuche, um mir Stationen anzueignen. Dementsprechend sind wir uns gut bekannt. Aber diesmal habe ich gedacht, ich zerstöre einfach mal alles, was sie hier haben, einfach mal so aus Jux und Dallerei. Ich werde später mit meiner Abwrackflotte alles einsammeln. Ja, dann werden wir noch die letzten Stationen in die Luft jagen und das Spiel beenden. Willkommen zum Ende der heutigen Folge. Die Belohner könnt ihr natürlich in meinem Workshop abonnieren. Den Link dazu findet ihr unter den Videobeschreibungen. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, schreibt mir gerne eure Fragen und Meinungen in den Kommentarfeldern. Und für die neuen Zuschauer unter euch, falls ihr noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Damit helft ihr mir auch ziemlich gut weiter. Dann, liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund.